Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen auf meiner Website. Das Spektrum umfasst Naturwissenschaften, also beispielsweise Auenökologie oder Weidetierökologie, umfasst Ernährungslehre, praktische Anleitung zur Ernährung. Es gehört dazu Bewegung, weil das menschliche Leben kommt also nicht nur mit dem Sitzen aus, wir müssen uns wirklich bewegen. Und wenn wir immer wieder mal uns bewegen, dann werden wir gesünder. Wir wissen von der Natur nur ein ganz kleines Quäntchen, weil unsere Wahrnehmungsfenster sehr schmal sind. Vieles sehe ich, wenn ich ganz normal getriggert bin, sehe ich nicht, was hinten ist. Vielleicht hören Sie da einen Unterton mit. Naturschutz zu treiben bedeutet letztendlich Menschenschutz zu treiben. Aber die Aufgabe ist vielleicht gar nicht leicht, weil wir uns verständlich machen müssen, dass dazu wirklich etwas zu tun ist, dass wir also aus unseren Gedanken herauskommen müssen und uns dann zum Beispiel auf eine Walnuss einstellen. Und wie man schon hört, das führt auf der einen Seite zu einer naturwissenschaftlich begründeten Naturkunde, indem wir Arten kennenlernen und auch die Lebensgemeinschaften zusammen betrachten, was wir dann beispielsweise beim Münnerstadt-Seminar, beim Gang durch die Natur auch machen. Und dann sofort schauen, was eigentlich reflektiert eine solche Pflanze in das menschliche Leben hinein und wird zum Beispiel die Pflanze oder das Tier ganz besonders wichtig, wenn ich erkenne, dass ein Teil meiner Natur meine Nahrung ist, weil sich davon meine Zähne ernähren, weil sich davon meine Haut ernährt, weil damit mein Darm gesund oder krank wird. Versuchen, empfindsam auf unsere Umgebung einzugehen, das sei ein Aspekt der Lehre in dem, was hier dargestellt wird. In meinem kleinen Blumenstrauß sind Hasel, Linde, Brennnessel, Wurmfarn und ein Springkraut. Und ich habe gemerkt, viele Menschen haben wirklich Interesse an diesen Pflanzen. Aber das Interesse ist enorm gestiegen, als ich sagte, wissen Sie was? Wir werden jetzt mal schauen, ob wir aus den Pflanzen, die wir heute bestimmt haben, einen Salat machen, der uns schmeckt. Das heißt, ich begann durch meine Lehrveranstaltungen selbst da hinein zu gelangen, dass wir zum Beispiel Linde und Hasel oder Weißdorn als einen unserer besten und gesündesten Salate kennenlernen. Von der Menge, von der Qualität, achtet darauf, was drin ist und wählt so natürlich wie möglich. Als Kurzinformation zum Essen ist so viel frisch, lebendig, auch roh am Anfang und dann ist das andere, was noch dazu kommt, was vielleicht sogar süchtig macht. Begegne dir und deinen Mitmenschen auf der Ebene von Gesundheit. Das bedeutet doch auch, dass die Menschen sich bewegen müssen. Als ich infolge von Unfällen dazu gebracht wurde, einen chinesischen Meister und mehrere deutsche Lehrer in Tai Chi und Qigong kennenzulernen, wurde mir klar, dass ein Qigong-Meister, der die Energie aus dem Universum holt, keinen esoterischen Primborium leistet. Menschen sind Wesen zwischen Himmel und Erde. Das war dann ein Spruch für unser Projekt, das wir unter anderem in Portugal begannen. Und was letztlich dahingehend mündete, dass ich heute dort in der Regel im Winter Permakulturkurse machen kann. Ja, Sie sehen, wir sind also von Naturkunde über die menschliche Nahrung, über die Bewegung, die dem Körper adäquat ist, bis hin dazu gekommen, richtig brachial die Erde zu bearbeiten. Allerdings, bitte nicht abschalten, dabei auch mit der Erde zu sprechen.